Wir sind wieder da. Carlo von Tiedemann und Andreas Ellermann. Weitere Sendung. Wir haben es angekündigt unseren Fernsehzuschauern. Das Urgestein des deutschen Fernsehens. Carlo von Tiedemann. Andreas, freue mich sehr, dass ich neben dir sitze. Ja, wundervoll. Lümmel. Und du fühlst dich gut, ne? Lümmel, ja, locker. Hast du noch grünen Tee? Darf ich dir nachschenken? Der grüne Tee ist der Pfefferminztee, aber alles gut. Sah so grün aus. Ja, so. Also, heute gehen wir mal wieder ein bisschen weiter. Wir haben ja in der letzten Woche alles erzählt. Du hast mich entdeckt und, also du hast mich zwar nicht entdeckt, entdeckt hat mich Van der Böhm, aber du hast mich ins Fernsehen an die Hand genommen und dafür danke ich dir. Ja, das war, ich weiß gar nicht, wann es war. In jedem Fall wusste ich, da ist einer, der Bock aufs Fernsehen hat und dem muss man helfen. Das hast du gestimmt. Willkommen im Club der guten Laune. Da haben wir Rundfunk gemacht, weil meistens hast du dann die Sendung vorweg gehabt, ich hinterher und da haben wir uns auch immer blöd angemacht. Das Rundfunk ist, glaube ich, das Ding, wo du sagen kannst, das hat mir in meiner Karriere am meisten Freude gemacht. Mit tödlicher Sicherheit. Jetzt 53 Jahre dabei und ein Leben ohne Radio, Andreas, ist für mich kein Leben. Radio ist für mich die Erfüllung von Wünschen und das Wissen, anderen etwas zu geben, durch die doofen Sprüche, durch irgendwelche Shorties, Anekdoten. Radio kann verzaubern, Radio kann informieren. Radio ist einfach überall. Es ist schon unersetzbar. Und Rundfunk, ich muss das Thema einmal ansprechen, wir haben es bislang noch nicht angesprochen, war jetzt eine ganze Zeit nicht für dich aktuell, weil du ja auch erkrankt bist und bist jetzt auf dem Weg der Besserung und hast wieder Bock, Rundfunk zu machen, denn du hast ja noch einen Vertrag, ne? Nur wirst du furchtbar lachen, was ich sage. Dazu sage ich nichts. Okay, ist auch in Ordnung. Völlig klar. Aber wir können uns Hoffnung machen und sonst machen wir beide weiter. Ja, logisch. Wunderbar. Also es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Ja. Damit bin ich nicht groß geworden. Du wirst ja ein bisschen klüger, wenn du etwas älter wirst. Das wirst du auch noch lernen, mein Junge. Dankeschön. Was waren so die Lieblingsstars? Ich komme nochmal auf die aktuelle Schaubude, die du ja sehr intensiv mit über 1000 Sendungen moderiert hast. Was waren da die größten Begegnungen? Du hast Bud Spencer kennengelernt, wo du sagst, das war für mich wirklich fast großes Kino. Das ist schwer. Also es gibt ein Gespräch mit Peter Ustinov, dem großen, großen Peter Ustinov, der mich anschließend mit ins Jahreszeit genommen hat. Und weil er mich so sympathisch fand und der sehr gut Deutsch sprach. Und wir haben bis morgens um 4 da gesessen und haben uns das Leben erzählt, geweint und gelacht. Wir kannten das vorher gar nicht. Und das sind so Seelenverwandtschaften. Oder zum Beispiel Vico von Bülow, Loriot, der mir eins mit auf den Weg gegeben hat. Das gilt für uns beide, da wir beide ja, du mehr als ich, noch im Geschäft bist. Wenn... Er hat gesagt, Herr von Tiedemann, ich sehe, Sie haben sich vorbereitet. Ich war mit so einem Packen Nachrichtenmaterial unterwegs zu ihm, weil ich ihn so toll fand. Und dann hat er mich gefragt, Sie freuen sich auf mich? Ich sage, Herr von Bülow, hallo, sag mal. Ja, sagt er, ich gebe Ihnen nur einen Tipp. Wenn Sie eine Frage stellen, achten Sie auf meine Antwort. Aus meiner Antwort haben Sie schon die nächsten Fragen. Und das stimmt. Worüber wollen wir reden? Beim Sport warst du ja auch, und zwar beim WM-Fest, da haben wir uns gesehen. Kannst du dich noch daran erinnern? 2014, doch, WM, großes WM. Ach, hier, der Heilige Geistwelt, ja logisch, ja. Und da haben wir ein geiles Interview gemacht, Tiedemann und Ellermann, das zeigen wir Ihnen. Ja, Kalle von Tiedemann, Deutschlands bester Moderator im Norden sowieso. Was lachst du? Alter, sensationell. Du bist doch der Tier. Du bist doch das Tier. Ja. Alter, ich bin jetzt 70 und fühle mich wie 70. 3-0, was sagst du, Carlo? Es ist so geil. Ich habe ohne Flachs, ich habe 4-1 getippt und wir kommen der Sache näher. Ja, 4-1. Sensationell, Ellermann und Tiedemann hier. Die Creme de la Creme, schwört dir. Was haben wir zusammen mal in den 80er Jahren getrunken? Wir haben eigentlich alles getrunken, was weg musste und das war alles. Ja, und Willem hat abgeräumt, ne? Ich muss pinkeln. Alles großer lieber. Hafenrundfahrt. Tschüss. Oh Mann, dass ich das noch erleben darf. Du. Jetzt haben wir noch was Schönes vorbereitet. Heidi Kabel hast du ja auch über die Jahre kennengelernt. Eine Traumfrau. Ich habe 300 Auftritte mit ihr tourneemäßig gemacht. War oft im Fernsehen. Bei dir
am meisten im Fernsehen, auch bei Schautzer und so weiter und so fort, bei Karl Moik. Und da zeigen wir aber vorher erstmal den Ausschnitt nochmal mit Karl Moik. Ja, liebe Zuschauer, was Sie noch nicht sehen, das kann ich bereits sehen, nämlich eine strahlende Heidi Kabel bei Horst Köbert. Heidi, meine Herren, schönen guten Abend und wunderbar, dass du heute bei uns zu Gast bist. Zwar viele, viele Kilometer von uns entfernt und wahrscheinlich in der eisigen Kälte, aber schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, aber ich hätte lieber gesehen, dass du hier bei uns wärst. Vorstellen. Ja, das mache ich. Jetzt kommen wir rüber. Das ist der kleine Elefant. Er ist 1,95 groß, ein Riesenkerl. Ja, mit einer wunderbaren Stimme. Und er singt jetzt mit Heidi auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Aber bevor er anfängt, drücke ich dir erst noch einen Lütten auf. Komm. Das ist so, jetzt danke. Weiter. Also, wir schunkeln mit. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Ob du Mädel hast oder hast kein, amüsierst du dich, denn es findet sich auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Wer noch niemals in lauschiger Nacht eine Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn der kennt dich nicht, mein St. Pauli bei Nacht. Und Heidi, hast du kennengelernt, wann das erste Mal? Hat sich noch daran erinnert? Oh, Alter, das muss gewesen sein, Ende der 70er. Da war sie die große, große, große deutsche Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, wer größer war, Inge Meisel oder Heidi Kabel? Unterschiedlich, ne? Ja, genau, ne? Die eine war so ein bisschen mehr die Zicke und sie war so die Liebe, ne? Kann man ja sagen. Absolut, ja, genau, ja. Inge war ja. Ich hatte mal in der Garderobe, Jahrhundertschaubude, muss ich erzählen, hatte sie zu mir gesagt, hast du moderiert, hatte sie zu mir gesagt, wollen wir auch zusammen mal singen? Sie ist noch so ein großer Mann. Und da kam die Heidi dann zu mir und sagte, wenn du mit der Alten singst, die verwechseln mich auf jeder Tankstelle mit der Inge Meisel, Heidi Kabel, dann mache ich Schluss mit dir. Ich sage, nee, kannst dich drauf verlassen, mit der singe ich nicht. Die hast du auch kennengelernt oft, Inge Meisel, ne? Oh ja. Hat sie dich gemaßregelt? Nein, Inge war rotzfrech. Inge war unfassbar frech. Ich erinnere eine Geschichte, die ganz interessant war. Wir hatten ein gemeinsames Silvesterfest und sie spielte immer, sie hatte 2-3 Shampoos drin und spielte immer mit so einem silbernen Döschen. Und ich sage, Inge, was ist ein Döschen? Nein, lass mal. Aber du zeigst es ja die ganze Zeit. Und du hast es in der Hand. Sagt sie, das ist Zyankali. Nee, sag ich. Doch, sagt sie, wenn ich merke, dass ich sterbe, dann nehme ich die Pille. Hat sie nie gemacht. Und jetzt singt ihr wirklich einen Gassenhauer. Sag ihn selbst an, ich freue mich drauf. Andreas Ellermann und Heidi Kabel mit dem Stückchen. Das gibt's nur auf der Reeperbahn und alle machen mit, oder? Eine Reeperbahn. In Hamburg auf St. Pauli. Wo legen alle Schiffe an? In Hamburg auf St. Pauli. Wo wird die ganze Nacht posiert? In Hamburg auf St. Pauli. Wo wirst du achtern, tätowiert? In Hamburg auf St. Pauli. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Schaubude, wir kommen noch einmal drauf zu sprechen. Was waren da noch so Anekdoten? Ist da mal so richtig eine Sendung ausgefallen, wo Lichter ausgingen, wo du sagst, es ging gar nichts mehr? Oh ja, oh Alter. Ein Kapitel für sich. Alter, also ganz, ganz viele Sendungen. Pleiten, Pech und Pannen. Die legendärste war im Harz, in Hahnklee, tiefster Winter, 3 Meter Schnee, da war noch richtig Winter. Und ich hatte einen Wasserprofessor, Name tut nichts zur Sache, es gibt ihn wahrscheinlich oder wenn nicht, sein Sohn. In jedem Fall hatte der Professor sich bestens vorbereitet. Nun stehen wir da, der Professor und ich, umringt von 5000 Studenten der Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld. Dort hatte er seinen Lehrstuhl. Und ich sage, Herr Professor, wie ist das nun mit dem Wasser? Jetzt auf einmal, Alter. Wie ist das nun mit dem Wasser? Das Wasser
Das Wasser? Das Wasser. Ich dachte, da läuft was an. Das ist nicht so geplant. Hat mir geholfen, ja, das Wasser, wir wissen, unterirdisch und weiter und so. Können Sie uns denn sagen, welchen Reinheitsgehalt das Wasser hat, wenn es hier bei uns jetzt ein Hahn, Klee, aus dem Hahn kommt? Der Hahn, das reine, das Wasser. In der Sekunde, das war ja Loriot. Genau, ja, in der Sekunde sah ich, wie Werner Butz steht, neben der Führungskamera stehen. Tiefer Winter, hatte so eine Sibirgemütze an, die zog er sich über die Augen und sank in Schnee. Der Kameramann nahm die Kopfhörer ab und machte nur noch immer, ja, ja. Die dachten alle, wir persiflieren. Das war, und ganz zum Schluss, nach quälenden 2 Minuten, wo ich immer wieder versuchte, einer der wenigen, Andreas, du hast gesagt, wir beide sind keine großen Meister von Vorbereiten mehr, die Spontis. Ich hatte mich immer zu diesem Thema ganz vorbereitet, konnte also überbrücken. Und ganz zum Schluss sage ich, Herr Professor, das Wasser und er, das Wasser ist. So. 1000 Studenten drumherum, die jubelten. Der Mann musste in psychologische Behandlung. Der hatte so ein, dem Vorgespräch war der eloquent bis zum Abnehmen. Der hatte ein solches Lampenfieber. Auch das gibt's. Also das sind so die gnadenlosesten Erinnerungen an ein Fernsehen, wie es nicht sein soll. Auf unserem Boot, heute ist alles okay. In Lufthansa Lee, heute wackelt die See und das ist okay. Heute ist alles okay. In Lufthansa Lee, heute ist alles im Lot. Auf unserem Boot, heute ist alles okay. Das war's schon wieder. Beim nächsten Mal sind wir aber am Wasser, wollte ich sagen. Also wir zeigen einen Brunnen in der nächsten Sendung und sind wieder drauf und dann geht's richtig zur Sache. Und mehr verraten wir noch nicht. Unbedingt nächste Woche einschalten. 19:45 und 21:45 Uhr. Wir beide zählen auf Sie. Aber wie?